ترفع راية السنة. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alles lobt gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Qadiyyatun kabiratun khatira allati tashghalu kullan nasi ala wajhi al-ard. بسبب هذه القضية قصر كثير من الناس في الطاعات بل وقع في المحرمات. إنها قضية الرزق. ما الرزق؟ كثير من الناس يظنون أن الرزق مال فقط، وهذا فهم خاطئ. الرزق المال من الرزق. قال أهل العلم: الرزق هو ما تقوم به حياة كل كائن حي، ماديا كان أو معنويا. قال في كتابه المبين: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. كل في كتاب مبين. Eine Angelegenheit, über die wir heute sprechen. Und es ist eine sehr, sehr wichtige Angelegenheit, eine Angelegenheit, die jedes Geschöpf auf dieser Welt beschäftigt. Jedes lebendige Geschöpf, sei es Mensch oder Tier, diese Angelegenheit, über die wir reden, ist die Versorgung. Alles. Viele Menschen denken, dass die Versorgung allein nur aus Vermögen besteht. Aber diese Annahme ist unzureichend. Nein, die Gelehrten sagen, Ar-Rizq ist das, womit jedes lebendige Geschöpf versorgt wird. Sei es materiell, was man anfassen kann, oder immateriell. Al-Iman billahi Rizq. Der Glaube an Allah ist Rizq. Hubbun Nabiyyu Rizq. Die Liebe zum Propheten Muhammad s.a.w. ist Rizq. Hubbun Sahaba Rizq. Die Liebe zum Sahaba radiallahu anhu ist auch Rizq. As-Sahhatu Rizq. Die Gesundheit ist ebenfalls Rizq. الزوجة الصالحة، die tugendhafte Ehefrau ist ebenfalls Rizq. الأولاد sind auch Rizq, die Kinder. Und auch das Vermögen und العلم und so weiter und so fort. Allah subhanahu wa ta'ala hat die Angelegenheit in seine eigenen Hände übernommen.
Er lässt niemand anderen diese Angelegenheit. So sagt er uns im Koran: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Es gibt kein Lebewesen auf dieser Welt, dessen Versorgung nicht Allah subhanahu wa ta'ala übernimmt. Einzig und allein Allah subhanahu wa ta'ala. الرزق ليس على الشرق وليس على الغرب والرزق ليس على أي بشر. الرزق ist nicht von einer bestimmten Himmelsrichtung. Und kein Mensch kann diesen Rizq übernehmen, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Kein Mensch. Und das müssen wir verstehen und das müssen wir verinnerlichen. Ein Gelehrter, Ibrahim ibn Adham, von den früheren Gelehrten, er hat eines Tages Fleisch gegrillt. Und dann ist ein Stück Fleisch von dem Grill abgefallen und eine Katze hat sich dieses Fleisch geschnappt und ist losgelaufen. Er hat gesagt, ich möchte sehen, wo diese Katze hinläuft. So ist sie gelaufen und gelaufen an einem entfernten Ort, bis sie an einem versteckten Ort ankam und dort gab es ein Loch in der Wand. Da kam eine Schlange heraus aus diesem Loch. Und diese Schlange war blind gewesen. Subhanallah, die Katze hat dieses Stück Fleisch vor der Schlange hingelegt, damit sie es essen kann. Ibrahim ibn Adham hat seine Hände in den Himmel gestreckt und er hat gesagt: Subhanak, ya man sakharta al-a'da, yahmilu ba'duhum rizqa ba'd. Allahu Akbar. Gepriesen seist du, derjenige, der du die Feinde zueinander gefügig machst, so dass sie sich gegenseitig versorgen. Ibrahim ibn Adham hat diese Sache beobachtet, liebe Geschwister. Allah subhanahu wa ta'ala sagt: وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. الله أكبر. قسم قسم. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ. الله سبحانه وتعالى sagt: Und im Himmel ist eure Versorgung. Unsere Versorgung ist niedergeschrieben. Und der Glaube an Al-Qadr, an die Vorherbestimmung, ist Pflicht für einen Muslim. Der Glaube an die Vorherbestimmung ist Pflicht für einen Muslim. Wenn der Muslim dieses verinnerlicht, dann weiß er, dass seine Versorgung in den Händen Allah subhanahu wa ta'ala liegt und er sich um diese Angelegenheit nicht mehr kümmern muss. So wie der Hakim al-Asam, Hakim der Taube, er wurde gefragt: Bima haqqaqta at-tawakkul? Wie hast du dieses Gottvertrauen realisiert? Wie hast du es geschafft, auf Allah subhanahu wa ta'ala so zu vertrauen? Er sagte: Alimtu bi anna rizqi la ya'khudhuhu ghayri fa'tma'anna qalbi. Allahu Akbar. Er sagte: Ich habe gemerkt, ich habe verstanden, dass mein Rizq niemand anderes nehmen kann, außer mir. Und so hat mein Herz Ruhe gefunden. Und das ist das, was wir auch erstreben sollten. Dass unser Herz Ruhe findet und dass wir niemals diese Sache anzweifeln, dass Allah subhanahu wa ta'ala unseres uns nicht gibt. Wallahi, wie viele Menschen klauen, wie viele Menschen betrügen, wie viele Menschen töten, nur wegen Versorgung. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihnen ihre Versorgung festgeschrieben. Allah azza wa jal hat ihnen ihre Versorgung festgeschrieben. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er hat uns gesagt, dass alles festgeschrieben ist. Alles ist vorherbestimmt. Inna awwala ma khalaqa Allah al-qalam. Faqala lahu: Uktub. Qala Rabbi, wa madha aktub? Qala: Maqadir kulli shay hatta takum as-sa'a. Allah subhanahu wa ta'ala hat den Stift befohlen zu schreiben. Alles wurde niedergeschrieben, 50.000 Jahre bevor der Mensch erschaffen wurde. Der Stift hat ihn gefragt: Mein Rabb, mein Herr, was soll ich schreiben? Er hat ihm gesagt: Schreib alles, was passiert. Und Rizq ist eine Sache, die festgeschrieben ist. Lieber Bruder, warum machst du Haram, um das zu bekommen, was du sowieso bekommen solltest? Entweder kannst du es im Halal erwerben, oder du kannst es im Haram erwerben. Aber im zweiten Falle wirst du dafür abgerechnet. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, wa la tattabi'u khutuwati ash-shaytan.
Oh, ihr Menschen, esst von den guten, von den halal Dingen, die wir euch auf der Erde gegeben haben. Was ist mit uns los? Dass wir nicht an Allah subhanahu wa ta'ala glauben. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns, bei dem Herrn, von Himmel und Erde, es ist die Wahrheit. سَمِعَ أَعْرَابِ هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ قَالَ مَنْ ذَا الَّذِي أَغْضَبَ الْكَلِيمَةِ حَتَّى يُقْسِمَ الله أكبر. Wer ist es, der diesen Herrn, den edelmütigen Herrn, ärgerlich, zornig gemacht hat, so dass er geschworen hat, dass wir unser Rissen bekommen? Wer hat ihn ärgerlich gemacht? Wir glauben nicht daran, dass wir unser Rissen bekommen. Aber handeln wir richtig? Wallahi, das ist nicht der richtige Glaube von einem Muslim. Wir müssen tief verinnerlichen, dass wir